Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und wir haben in der letzten Folge den Wald erreicht, in dem sich der böse Kriegsfürst der Monster aufhalten soll. Aber wir haben hier an einem unscheinbaren Abhang den Händler gefunden. Hallo. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Wir sind nicht zurückgekehrt, du bist hierher umgezogen. Was hast du denn Schönes für uns? Ein paar Törtchen wären nicht schlecht. Wobei das Wandhuhn. Etwas mehr heilt. Und davon haben wir schon 14. Nee, ich glaube, das reicht. Was ist mit Anhängern? 2 Angriff für Verteidigung, 1 Glück. Das ist das, was wir gerade benutzen. Das ist also der beste Anhänger. Was haben wir hier? Nö, wir können bald die bessere Salbe herstellen. Da brauchen wir die Sachen gar nicht. Rüstung brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich würde gerne noch so einen Ring kaufen. Schlüssel hat er jede Menge und anderes Zeug. Was kostet denn die Koboldhaut? 100. Nein, erstmal nicht. Erstmal kaufe ich so einen Ring. Dann gehen wir in den Verkaufsmodus. So, die Baumwollweste kann ich verkaufen. Ich kann den Schleifstein verkaufen. Das Koboldöl. Den verzogenen Anhänger. Und materialienmäßig kann ich das hier verkaufen und das hier verkaufen. So, das ist jetzt katalogisiert. Haben wir jetzt alle katalogisiert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, macht 18, ja, macht 20. Wir haben fast schon die Hälfte an Materialien. Okay. Your transaction is most appreciated. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es sich freut, wenn ich was kaufe. Oh, aber bevor ich es vergesse, Ring anlegen. Und schon haben wir alle Materialien, glaube ich, zusammen für das hier, genau. Okay, weiter hoch. Diese komischen Dinger töten. Und weiter. Oh, ein Schatz. Aber erstmal den hier ausschalten. Hier kommen wir nicht weiter, da wäre aber ein Schlüssel. Au. Den Rücken schlagen ist nicht nett. Wir machen aber auch keinen Schaden mehr. So. Erstmal hier hoch. Hier ist noch eine Bombenfrucht. So, und runter mit euch. Hier wäre noch eine Bombenfrucht und noch mehr Metallschrott. Und viele andere Teile. Oh, noch eine Frucht. So eine. Okay, jetzt sind wir doch hier unten gelandet, hä? Okay, da müssten wir wieder durchdashen. Um wahrscheinlich weiter nach unten zu kommen. Ja, ich mag solche Maps, wo man so viele Entscheidungsmöglichkeiten hat, auch wenn es zwar irgendwann verwirrend ist. Aber gucken wir erstmal hier weiter hoch. Beziehungsweise hier hoch. Genau, hier ist ein Schlüssel. Ich sage jetzt bloß nicht, die Bombenfrüchte hier sind nur dazu da, um Gegner in die Luft zu jagen. Das wäre jetzt dann etwas zu übertrieben. Ja, flieg in die Luft. Ciao, ciao. So. Hinten aufgefüllt. Brauchen wir im Augenblick nicht aufgefüllte Läden.
Oh, hallo. Au. Okay, sie machen nicht mehr ganz so viel Schaden. Komm, Fisch, du darfst auch mal ein bisschen Action machen. Du machst jetzt wenigstens etwas mehr Schaden. Ja, und einen Riesenstein, hm? So, weg mit dir noch und her mit dem Geld. Okay, dann müssen wir wohl hier weiter. Erstmal kurz ein bisschen hochheilen. Schade, dass man die nicht im Inventar verwenden kann. Ah, das war jetzt etwas unerwartet. So schlimm fand ich die Höhlen gar nicht, Widget. What's the matter? Afraid of the dark? I laugh at the dark. Actually, I'm afraid of heights. Und kann fliegen, das ist ja. Wait, heights? How is that possible? You fly all the time, everywhere. Oh, do I? I must have forgotten. Just like you must have forgotten that I can still fall at any time. Ja, ich mag Fidget. Also, die ist nicht mal mehr ein Sidekick, wenn man es so sieht. Okay, weiter. Never looked at it that way. You're an interesting one, Fidget. Ja, auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Hier. Ich zeige euch mal Fidgets Geschosse, dass Fidget auch mal wieder zum Einsatz kommt. Das wäre sehr langweilig. Also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen zu stark, aber ich sollte nicht übermütig werden. Beide diese Standardgegner schlage ich gerade weg wie nichts. Okay, das sind immer noch die ersten einfachen Gegner. Ich glaube, das Schlimmste kommt erst noch. Wow. Ha, ich habe dich getroffen und gelähmt. Und tolles Farbe dabei. Oh, da unten geht ein Weg lang. Wow. Au. Ihr seid ja mies. Das ist eine miese Stelle. Eieieiei. Und dort unten komme ich auch nicht lang. Ah, hallo Laden. Schon wieder. Ah, hallo. Hast du was Tolles für uns? Außer den Kinderanhänger. Nöp. Ring, haben wir den besten, den du im Angebot hast? Your transaction is. Ich glaube, ich spare das Geld wirklich für Schlüssel und sowas. Hier müsste ich klettern können. Das lerne ich vielleicht jetzt endlich mal. Kette zerbrochen. Ah. Highlight einwerfen. Weg mit dir, du blöder Schleim. Okay, gleichzeitig mit Schleim am Boden und Fliegern in der Luft zu kämpfen, ist schon etwas anderes. Wenigstens bringen uns die Schleime ziemlich viel Geld. Kann nämlich sein, dass wir wirklich mal Schlüssel kaufen müssen. Hallo. Runter mit dir. So. Ich finde es ja cool, dass wir diese Flieger packen und auf den Boden schleudern können. So, hier ist nichts mehr. Hier ist wieder ein Safe Point. Also mit den Safe Points geizen sie irgendwie nicht. Oh, wieder so eine Blitzkralle. Fisches Geschosse machen leider nicht allzu viel Schaden bei denen. Oh, das klingt irgendwie komisch, wenn wir im Wasser landen. So.
Also auf normal kann das schon etwas zu einfach sein, gerade jetzt im Augenblick, aber ich sollte das nicht unterschätzen. Man hat ja vorhin gesehen, der Riese hat mir schon wieder einen Gong verpasst und das mit dem Schleim und den Fliegern war auch nicht gerade ohne. Ah, Konterattacke. Ja, ich versuche gar nicht gezielt zu kontern. Ich glaube, das kriege ich kaum hin. Wenn ich mir meine Konterattacke schaffe, dann ist... Au. Fidget, is something wrong? Was ist jetzt los? She's been silenced, Dust. While in this state, she would be unable to cast her projectiles. Fortunately, the effect is only temporary. And okay. Fidget can't talk now? At all? That's terrible. Really awful. Not sure how I'll get by. Oh Gott, ist das jetzt gemein von Dust. Arme Fidget. Und das war... Asche zu Asche. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Letzter Speicherpunkt laden, ja. Gut, da sind wir wieder hier. Ja, ich bin gestorben. Tü-tü-tü. Gut, das lasse ich erstmal auch meinen Zorn an euch aus. Dafür, dass ich gerade gestorben bin. Und jetzt versuchen wir die Szene von gerade eben nicht nochmal zu wiederholen. So. Mit diesen Blitzen. Den Dingern hier. So, genau, weg mit euch. Oh, da sind noch mehr. Au. Fidget, is something wrong? Ja, das hatten wir schon. You mean... Wow, ihr macht aber wirklich viel Schaden. Fidget ist verstummt. Ich kann doch mit Doppelklick mich schnell heilen. So. Gut. Blaues Resonanztor. Ah, sehr schön. Aber hier komme ich ohne Bombe nicht durch. Ja? Die ist jetzt wirklich gleich da hinten. Ja? Au. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Sah cool aus, aber ich wollte das eigentlich gar nicht so. Zum Glück hat die keinen Timer. Ich habe nichts gesagt. Wandhähnchen. Hello? Hello, can you hear me? Oh, das ist wohl der Empfänger. Haley, is that you? Where are you calling from? Von ihrer Schmiede natürlich, oder? From beyond the grave! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Demon Blacksmith! That's the worst kind of Blacksmith! Und Fidget glaubt's auch noch. Would you calm down? I'm at home with Maddie. I see you found my dad's lost receiver. Ja, scheint so. Yeah, and it seems to be working. Mhm. That's great! Now, if you ever need to craft an item, you can do it directly from your inventory. Oh, schick. Now, Dust, this doesn't mean I don't want you coming up to visit me in person. But at least I can keep an eye on you and help you out whenever you need me. Oh, yeah. Sure, Haley. I really appreciate the help. Mission abgeschlossen. Der Schmied. Sehr gut. Und nun haben wir auch den Receiver. Das heißt, wir können jetzt ins Inventar gehen und für 250 das hier craften und ausrüsten. Ha. Sehr nice. Und hochheilen wäre nicht schlecht.
So. Können wir die Nüsse doch noch für was gebrauchen? Achso, hier sagt Fidget, wir können runterspringen. Wow. Jetzt werde ich schon von den einfachen Gegnern hier verhauen. Das gibt's doch nicht. So, hier müssten wir bald in der Nähe des Dorfes sein. Wow. So, weg mit dir. Langsam habe ich dich raus, wie du gehst. Weg mit dir. Und weg mit dir. Und bevor wir hier weitergehen, mache ich erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.